Ich habe auch in absehbarer Zeit, zwar war zwar heute ein Aufklärer da, in der Linie, zeigt meistens darauf hin, dass irgendetwas kommt. Aber bitte, da war ich über verschiedene Städte und Orte in die Mittagszeit, so zwei war da. Wir haben keinen Alarm gegeben, weil sie einfach nicht auszahlt. Aber es sind schon einige Aufklärer hier gewesen und haben fotografiert. Sie haben einen sogar runtergeholt. Ich habe ganz schöne Fotografien gehabt. Aber bis jetzt war nichts. Luftschutzräume, glaube ich, sind nicht schlecht und nein, die sind ausgezeichnet. Also da kann gar nichts. Persönlich kann da gar nichts passieren. Das ist das Wichtigste. Alles andere ist ja am Ende ersetzbar. Aber ich hoffe, dass Sie nicht von Regen in die Traufe kommen, bitte. Sie hat es ja einmal schon erwischt. Nein, sie hat uns schon. Der Schiene schon zum zweiten Quartal. Ja. Ja, vielleicht ist es möglich, dass wir mal Behelfsheime bauen gegen den Herbst hinein, ne, dass sie draußen ein bisschen in der Umgebung sind, an irgendeiner Bahnlinie und dann reinfahren können. Das haben wir ja auch mal besprochen. Immer rund um Florian Behelfsheime bauen. Könnte man unter Umständen machen für einen, die wollen halt. Die wohnen allerdings dann draußen in der Einsamkeit. Das könnte man machen. Aber wenn wir sie aufteilen auf die Stadt ist immerhin noch da eine große Ausdehnung, dann kann hier und da mal was kaputt sein. Aber ich weiß nicht, was das so ist. Die hat er auch sehr viel daneben. Ja. Wenn es alle in ein Haus sind und alles dann, wenn das Haus getroffen wird, das wäre dann blöd. Aber wenn sie mal so langsam abgeteilt sind, das werden wir ja machen. Dass man doch da. Ja, zwar der fantastische Flaggschutz, das ist der größte Flaggschutz überhaupt, den je eine Stadt gehabt hat. Unglaublich, dass da ein Flagg, schwerster Flagg. War Jägerschutz im Großen, aber Sie wissen ja, das hilft ja am Ende alle nichts. Die großen Verbände der anderen. Aber so, wenn man. Ich wollte ja mal wissen, wie die Unterkunft ist. Die Wohnungen sind groß, luftig und gesund. Die Räume sind so groß, dass sich auch die sozusagen zusammenwohnen, schön aus dem Wege gehen können. Ja, es ist nicht quasi eng verbaut da unten. Es ist ein bisschen Sommer auch da, ne? Da ist ein Platz dabei. Ja, kein Gartenweg, aber der Dachgarten geht dann Tag und Tag und die Zeit, wir sind hier im Haus und es geht alles sehr schnell. Ja, die Linzer werden wir einfühlen.